DomineeNation.com. Mein alter Väter kraft auch riesen Wissen. Es belastet dich, sein Peter läuft es maximal beschissen. Und du meinst, es geht nicht mehr schlimmer als es gerade ist. Doch dann kommt eine Nachricht, die dann nochmal nachtritt. Dann tut man auch mit Riesen einfach, was sich antreibt. Und das, was sich vielleicht mit etwas Kampf ganz zusammenreißt. Und das Leben wirklich leicht, denn man kommt irgendwann hin, so wie bei einer Bahn, die regelmäßig streicht. Du vergeben seinen Geiz, eben wie ein Fall, das dir dann hilft aus diesem Loch. Auch wenn gerade wenig bleibt, der Moment hüte und es stinkt mit deinem bereits. Ich fasse auf, dass ich aus Frust nicht so bin. Stetig leicht, doch das gelingt mir dann nur teils. Die Krise, die besteht, zeigt mir die Ironie des Lebens. Aber niemals aufzugeben ist der Vorsatz. Reiß mich am Riemen, schau, ich schreibe diese Lieder, die dir wieder mal beweisen, du kannst zielen. Ja, wir machen uns keinen Kopf, denn die Hoffnung ist da. Und dann klappt es ja doch. So oft sehen wir Schwarze gefangen in dem Loch. Doch die Hoffnung ist da und wir kommen wieder klar. Ja, ich weiß, dran zu bleiben ist ein Kampf. Und es ist hart, doch wir reißen uns zusammen. Mit einem positiven Geist und Verstand gibt es fast nichts, was man nicht erreichen kann. Ich hab schon wieder mal die Schnauze voll. Und da hilft auch kein Silber oder Haufen Gold. Falscher Stolz, setze mich in meine Schrottkarre. Sortiere die Gedanken, es ist reine Kopfsache. Hab früher oft versucht mit Wut zu reagieren und mit Gebrüll meine Wunden zu kaschieren. Doch hab gemerkt, dass es so nicht funktioniert. Und hab mich deshalb auf andere Methoden fokussiert. Doch in manchen Fällen kann man erstmal gar nichts machen, außer warten, die Zeit wird schon Klarheit schaffen. Über so manches ist auch heute noch kein Gras gewachsen. Aber auch da sollte man irgendwann einen Haken machen. Ich war so oft kurz davor, meine Nerven zu verlieren. Und ich hab sie auch verloren, aber hab mich dann gefangen. Und da hab ich mir geschworen, dass ich mich am Riemen reiß. Und es begann wieder von vorn. Ja, wir machen uns keinen Kopf, denn die Hoffnung ist da. Und dann klappt es ja doch. So oft sehen wir Schwarze gefangen in dem Loch. Doch die Hoffnung ist da und wir kommen wieder klar. Ja, ich weiß, dran zu bleiben ist ein Kampf. Und es ist hart, doch wir reißen uns zusammen. Mit einem positiven Geist und Verstand gibt es fast nichts, was man nicht erreichen kann. Und ich sage mir, denk nach, jetzt nur einen klaren Kopf bewandelt. Schau, ich war schon öfter stark und das wäre gar nicht meine Art. Gebe ich auf einmal nach, weshalb ich lange wach bleib. Und dein Gedanken nachts, weil das lief ich niemals abschreibe. So versuche ich nicht zu stranden, nicht am Rad noch zu gelangen. Nicht zu jammern, sondern positiv Gedanken wie ein Anker festzuhalten. Mein Leben zu gestalten, zu einer neuen Möglichkeit und mach zu wegen von dem Alten. Möchte sagen können, scheiß drauf. Aber merke, dass die Flucht aus dem Kreislauf auch hat nochmal einen Fleiß braucht. Fokussier mich drauf, wie löse ich das Problem? Wie wird das Schöne auf dem Weg? Wie wird die Störung, die besteht, schnell beseitigt? Meine Sorgen ziehen nicht runter und die Ordnung ist verschwunden. So wie Worte der Vernunft, das geblendet. Doch ich denke, bin ich still und schaue, ich kämpfe, weil ich das Bild und ich kann endlich wieder chillen. Ja, wir machen uns keinen Kopf, denn die Hoffnung ist da und dann klappt es ja doch. So oft sehen wir Schwarze gefangen in dem Loch, doch die Hoffnung ist da und wir kommen wieder klar. Ja, ich weiß, dran zu bleiben ist ein Kampf und es ist hart, doch wir reißen uns zusammen. Mit einem positiven Geist und Verstand gibt es fast nichts, was man nicht erreichen kann. Was man nicht erreichen kann.